Also wie ich Herrn Wöller kenne, wird er das Kloster nach dieser Pleite so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Ja, deswegen rufe ich ja an, Exzellenz. Ich meine, wenn wir beide an einem Strang ziehen, dann können wir die Mutter Oberin sicher rumkriegen. Gut, da werde ich da sein. Rein zufällig, versteht sich. Genau. Ja, danke, Exzellenz. Gelobt sei Jesus Christus. Frau Laban. Katastrophe. Der Herr Wöller? Ja. Seit dem Fiasko mit dem Schatz von Wallenstein ist er verschollen. Er geht nicht ans Telefon, in der Firma ist er nicht erschienen, bei ihm zu Hause sind die Rollläden runtergelassen und die Post von 3 Tagen steckt im Kasten. Von 3 Tagen? Ja. Ich hoffe nur, dass er sich nichts antut. Ich meine, nach allem, was die Zeitungen über ihn geschrieben haben, wo er doch so sensibel ist, was sein Image angeht. Ja, wahrscheinlich würde er seinen Kummer in Alkohol ertränken. Wollen Sie auch einen Kaffee? Nee, danke. Und einen Katzenjammer haben? Aber doch nicht so lange, bitte, Schwester. Allein traue ich mich nicht zu ihm nach Hause. Allein der Gedanke, dass er sich vielleicht was angetan hat. Aber doch nicht Wolfgang Wöller. Aber gut, ich will ihn ja sowieso sprechen. Kommen Sie. Ah, Agnes, ich muss noch mal weg. Bis Gott, Frau Schwester. Aber zum Abendessen bist du doch hoffentlich wieder zurück. Ja, und wenn nicht, dann fang schon mal ohne mich an. Es gibt Spinatpfannkuchen. Außerdem müssen wir doch noch für die morgige Gala proben. Ja. Grüß Gott, Schwester. Guten Tag, Herr Schulz. Grüß Gott. Wie geht's Ihrem Rücken? Aber Schwester Felicitas wollte mir noch ein paar Übungen zeigen. Ah ja, gut. Aber die Arnika-Salbe von unserer Schwester Agnes, die müssen Sie unbedingt ausprobieren. Schwester, bitte. Danke. Ja. Wollen wir nicht lieber meinen Wagen nehmen, Schwester? Ja, wenn Sie mich wieder zurückbringen, gerne. Ja, kommen Sie. Mama! Ich war gerade in der Apotheke und da war eine Frau mit einem Kinderwagen. Ich wollte mir das Baby mal anschauen, weil es so jämmerlich geweint hat. Und entschuldige, Jenny, aber kannst du mir das bitte später erzählen? Die Frau Laban... Dann ist es aber vielleicht schon zu spät. Das Baby ist krank. Dann soll Felicitas es sich mal anschauen. Ich muss jetzt los. Entschuldigen Sie, Felicitas, ich muss ganz dringend mit dir sprechen. Moment mal, was ist denn? Herr Schulz, ich bin gleich bei Ihnen. Ich habe bei der Apotheke eine Frau getroffen mit einem Baby im Kinderwagen. Das hat ganz jämmerlich geweint. Ich habe die Frau gefragt, was ihm denn fehlt und ob sie mal zu uns zur Beratungsstelle kommen möchte. Da hat die mich vielleicht runtergeputzt, was mir denn einfiel und so. Und na was? Ja, ich habe das Baby zwar nur ganz kurz gesehen, aber es sah völlig abgemagert aus. Mit dunklen Schatten unter den Augen. Ja, fast so wie die Fotos von den Kindern auf den Plakaten vom Brot für die Welt. Ja, Jenny, dann ist das allenfalls ein Fall fürs Jugendamt. Entschuldigung, Schwester. Ich warte jetzt schon seit 42 Minuten. Ja, Herr Schulz, nimm so schon mal Platz. Aber erst will ich ganz sicher sein, dass ich mich nicht getäuscht habe. Bitte, Felicitas, ich bin der Frau heimlich nachgegangen und weiß, wo sie wohnt. Wenn wir zur Zeit kommen und du ihr sagst, dass du Krankenschwester bist. Na gut, aber erst darf ich mich doch um Herrn Schulz kümmern. Ja, natürlich. Da, schauen Sie, nicht mal seinem Getränkelieferanten hat er aufgemacht. Ach, das ist sinnlos, aber ich weiß, wo der Schlüssel steckt. Für die Putzfrau. Herr Wöller? Herr Wöller? Na, also verhungert ist er zumindest nicht. Sollen wir mal oben nachschauen? Also in sein Schlafzimmer gehe ich nicht. Oh, Frau Laban. Auf gar keinen Fall. Herr Wöller? Oh mein Gott. Da, schauen Sie sich das Elend an. Der arme Mann. Der Teddy, der hat seinem Sohn gehört. Gott, wie rührend. Herr Wöller? Was machen Sie da? Gott sei Dank.
dachte schon, Sie sind... Tot? Nein, bin ich nicht, noch nicht. Was machen Sie da? Lassen Sie das! Herr Wöller, Sie können doch nicht den Rest Ihres Lebens da im Bett verbringen. Sie werden es nicht glauben, aber genau das habe ich vor. Und jetzt bitte gehen Sie. Gerne, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Also ziehen Sie sich was an, wir warten unten im Wohnzimmer. Warum glauben Sie, dass ich mich eingeschlossen habe? Damit ich Leuten wie Ihnen nie mehr begegnen muss in meinem Leben. Frau Labern, sagen Sie der Dame in Schwarz, Wolfgang Wöller gibt es nicht mehr. Gott der Arme. Ach was. Kommen Sie, jetzt machen wir unten erstmal klar Schiff. Morgen habe ich einen Termin bei Bischof Rossbauer und der Mutter... Frau Labern? Oh nein, bitte nicht. Was ist? Was haben Sie? Jetzt sagen Sie doch. Ich glaube, ich liebe diesen Mann. Frau Labern? Dann nennen Sie mir einen vernünftigen Grund, warum ich 20 Jahre in seinem Vorzimmer sitze und mich von ihm schikanieren und ausnutzen lasse. Ja, aber das ist doch keine Liebe. Was sonst? Na endlich! Seit Tagen versuche ich vergeblich, Herrn Wöller zu erreichen. Frau Anwender, ich habe Ihnen schon gesagt, dass Herr Wöller diesmal nicht an Ihrer Gala teilnehmen wird. Und es muss Ihnen reichen, wenn ich bei Ihrer bescheuerten Show die Platzanweiserin spielen werde. Und jetzt lassen Sie bitte Herrn Wöller in Frieden. Ja? Was ist? Kommen Sie jetzt mit oder nicht? Ja. Nachdem es ja nun wohl nichts wird, nicht wahr, mit der großzügigen Spende, die mir der Herr Wöller versprochen hat, dann kann ich ja wohl wenigstens bei der Gala mitmachen. Das wird er auch, aber im Moment ist er leider nicht zu sprechen. Ja, aber morgen ist doch schon die Veranstaltung. Und die Plakate hängen überall. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir müssen jetzt los. Entschuldigung. Verwahrlosten zu Hause sieht das nicht gerade aus. Ja, ich weiß, aber du hast das Baby nicht gesehen. Und die Mutter, die hatte irgendetwas Fanatisches an sich. Also komm. Aber lass mich reden. Sie schon wieder. Bitte, Frau Beilstein, verstehen Sie uns nicht falsch. Wir wollen Ihnen ja nur unsere Hilfe anbieten. Ich bin Krankenschwester und... Also das ist doch eine Unverschämtheit sondergleichen. Was geht Sie mein Kind an? Und jetzt haben Sie es aufgeweckt. Also bitte. Könnte ich es nur mal ganz kurz sehen? Meine Mitschwester meint, das Baby... Auf Wiedersehen. Na, was habe ich dir gesagt? Da stimmt doch irgendwas nicht. Komm. Ja, und was machen wir jetzt? Wir fahren nach Hause und essen zu Abend. Felicitas. Und morgen rufe ich beim Jugendamt an, ob über die Familie was anhängig ist. Jennifer! Verzeihen Sie bitte. Ach, grüß Gott, Schwester. Grüß Gott. Eine Frage bitte. Ihre Nachbarin, die Frau Beilstein, die hat doch ein Baby, oder? Ja, armes Kind. Wieso? Die Eltern sind doch strenge Veganer. Wie? Vegetarier, die gar keine tierischen Produkte essen. Keine Eier, nicht einmal Milch. Nur Gemüse und Getreide und so weiter. Und Sie meinen das Baby auch? Na bestimmt, so wie es aussieht. Danke. Bitte. Ehrlich, Frau Labern, denken Sie doch an Ihren Mann. Der ahnt es ja schon lange. Eifersüchtig wie der ist auf Herrn Wöller. Sie haben Mitleid mit Herrn Wöller, aber Mitleid ist doch keine Liebe. Und warum rast dann mein Puls? Und mir wird heiß und kalt? Nein, nein, Schwester. Ich werde kündigen. Frau Labern, bitte. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Warten Sie wenigstens, bis Herr Wöller wieder auf dem Damm ist, ja? Hanna, wo bleibst du? Das müssen Sie mir versprechen. Gott, ist das alles furchtbar. Frau Labern, bitte! Hanna! Ja! Ich zieh mich nur schnell um. Wolfgang, jetzt mach doch auf, verdammt nochmal. Ich weiß doch, dass du da bist.
du hast sie wohl nicht mehr alle. Jetzt mach endlich auf und ich komme mit dem Bulldozer. Dich merke ich mir, wenn es mal brennt. Aber mir brennt's wirklich. Du misst mir vielleicht ein Weichei. Glaubst du im allen Ernst, du könntest dich in deinem Zimmer verkriechen, oben im Bett und deine Wunden lecken? Du schuldest mir eine satte runde Million und die wirst du mir schön zurückzahlen. Von was denn? Vom Flaschenpfand? Nein, du wirst bei der Mutter Oberin zu Kreuze kriechen und sie anflehen, das Kloster zurückzukaufen. Ein Teufel werde ich tun. Du weißt, du bist gesellschaftlich und politisch dann unten durch. Hm? Ja, verstehst du, während du hier auf wehleidig machst, hat der Lehmann deine eigenen Parteigenossen zusammengetrommelt und so lange bearbeitet, bis sie das Misstrauensvotum gegen dich unterzeichnet haben. Du siehst, du hast gar keine Alternative, wenn du deinen Hals retten willst. Du musst dieses verdammte Objekt verkaufen. Du hast vollkommen recht. Ich bin politisch und gesellschaftlich unten durch und soll doch der Lehmann machen mit seinen Amigos, was er will. Mir doch wurscht. Wolfgang, so geht das nicht. Junge, du musst wieder zu Verstand kommen. Hast du vollkommen recht. Und verstehst du, ich brauche das Geld wirklich. Meine Firma geht sonst den Bach runter. Haben, sagen die Schwaben. Also, dann bis morgen und macht das Licht an, ja? Und fahrt mir gleich nach Hause. Habt ihr verstanden? Viele Studien kamen zu dem Ergebnis, dass veganische Ernährung schon in der Schwangerschaft die Gefahr eines Mangels an Eisen, Zink, Kupfer sowie Vitamin B12 mit sich bringt. Hallo, wo seid ihr denn? Hanna! Wir müssen das unternehmen. Ich auch. Ich habe beim Jugendamt angerufen, da liegt nichts vor. Und stell dir vor, das sind ganz strenge Veganer. Die essen nicht mal Honig, weil sie glauben, dass die Bienen dann ausgebeutet werden. Vielleicht kann Wachmeister Meier ja was tun. Langsam. Wir können ja nicht auf bloßen Verdacht in das Jugendamt oder gar die Polizei einschalten. Warum nicht? Ja, aber einen Arzt vom Jugendamt könnte man vielleicht vorbeischicken. Bis die reagieren, ist das Baby vielleicht schon tot. Jenny. Ja, ihr habt das Kind ja nicht gesehen, aber ich. Das verstehe ich ja, aber jetzt können wir da kaum mehr etwas machen. Also ich schlage vor, wir halten unsere Abendandacht und schließen diese Familie in unsere Gebete ein. Und morgen sehen wir weiter, ja? Ich gehe mich jetzt umziehen. Was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass es heute später wird. Wo ist der Wöller? Ja, wo wird es sein? Zu Hause, im Bett vermutlich. Und was machst du hier allein in seinem Büro? Hinter verschlossener Tür? Nichts, jedenfalls nichts, was dich angeht. Aber falls es dich beruhigt, ich werde kündigen. Zum Monatsende. Kündigen? Was, Marianne? Warum? Wolltet ihr etwa wieder eine Wäsche? Schön wär's. Nein. Willi, ich habe jetzt eine ernsthafte Frage. Und ich hätte gerne eine ehrliche Antwort. Liebst du mich? Klar, natürlich. Das weißt du doch. Dann verlang jetzt bitte nicht von mir, dass ich dir das erkläre, ja? Ich habe meine Gründe und das muss reichen. Jetzt gehen wir. Ja? Jenny, kann ich dich kurz stören? Sag mal, die Adresse von dieser Veganer-Familie, wie ist die? Da willst du hin? Dann komm ich mit. Nein, wenn die dich sehen, dann ticken die nur wieder aus. Bitte, ich kann sowieso nicht schlafen. Na gut.
Aber du lässt mich reden. Aber lass dich nicht so abwimmeln wie Felicitas vorhin. So Gott will. Ja? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Herr Beilstein. Ich bin Schwester Hanna, die Leiterin des Klosters Kaltental. Sie waren heute schon mal hier, sagt meine Frau. Nein, nein, das war Schwester Felicitas. Sie ist Krankenschwester. Sie wollte sich ihr Baby mal anschauen. Und als sie mir erzählt hat, dass Sie und Ihre Frau Veganer sind, da... Sind Sie auf die gleichen ewigen Vorurteile reingefallen, mit denen wir uns rumschlagen müssen? Essen Sie wenigstens Eier und Milchprodukte? Nein. Wir essen grundsätzlich keine Produkte, die von inhumaner Tierhaltung stammen. Und wenn das alle täten, dann wäre die Welt besser dran. Das verstehe ich ja. Aber sind Sie sicher, dass diese strikte Ernährung Ihrem Baby auch gut tut? Nur weil veganer Kinder nicht so fett und aufgedunsen sind wie andere, heißt das nicht, dass sie nicht gesund sind. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Kann ich mir Ihr Baby wenigstens mal anschauen? Nein. Meine Frau hat sich schon genug aufgeregt über Ihre Einmischung. Also, vielen Dank für Ihre Bemühungen, aber gute Nacht. Ja, Moment. Hanna. Komm. Ja, was ist jetzt? Ich rufe morgen Dr. Mertens an und dann sehen wir weiter. Komm, steck ein. Ja, also kommt, bringen wir es hinter uns. Meine sogenannten Freunde und Parteigenossen. Ja, wo ist das Seil? Ihr wollt mich doch sicher am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Gute Idee, aber das muss ich schon selber besorgen. Hier, Herr Ex-Oberbürgermeister. Misstrauensvotum, arglistige Täuschung, Unfähigkeit im Amt. Mhm. Verschwendung öffentlicher Gelder. Also den Weg hättet ihr euch sparen können. Oder glaubt ihr, dass ich noch einmal einen Fuß in das Rathaus setzen werde? Bist du also einverstanden, dass ich bis zu den nächsten Wahlen in dein Büro umziehe? Ja, aber bitte, bitte, bitte. Nur eins kriegst du nicht. Meine Frau Laban. Ja, aber gut, ich spiele euch diesen Sündenbock, damit ihr eure Hände in Unschuld waschen könnt. So. Und jetzt LMAA im Quadrat. Wie Einstein so schön gesagt hat. Danke, Herr Doktor, dass Sie gekommen sind. In Ihrem Interesse kann ich nur hoffen, dass ich meine Patienten nicht umsonst warten lasse und mich unmöglich mache. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich nicht getäuscht habe. Na gut. Frau Beilstein ist meine Patientin und ich denke, sie wird nichts dagegen haben, wenn ich mir das Kind mal anschaue. Herr Doktor. Frau Beilstein, es ist mir sehr unangenehm, aber Sie können alles in 10 Minuten aus der Welt schaffen, wenn Sie mich nur kurz Ihr Kind ansehen lassen. Also das ist eine solche Hexenjagd. Und das alles nur, weil wir... Wir machen uns doch nur Sorgen um Ihr Kind. Bitte, Frau Beilstein. Na schön. Aber Sie bleiben draußen. Herr Wöller? Geht es Ihnen besser? Wie auch. Gerade waren diese Knalltüten vom Gemeinderat da und haben mir den Bettel hingeschmissen. Nein. Egal. Der Lehmann... will in mein Büro umziehen. Was? Ja, also packen Sie meinen privaten Krimskram in einen Umzugskarton. Irgendwer von meiner Firma wird ihn dann bei Gelegenheit abholen. Herr Wöller. Und was Sie angeht, ich überlasse es Ihnen. Entweder spielen Sie die Chefsekretärin vom Lehmann oder aber wir beide reiten gemeinsam vom Hof einem beschaulichen, liebevollen Lebensabend entgegen. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Und das nach all den Jahren, die wir gemeinsam, ich meine... Auf Wiedersehen, Marianne. Auf Wiedersehen, Wolfgang. Marianne.
Was ist? Nicht jetzt, Schwester. Wir müssen auf der Fahrt Herz und Kreislauf stabilisieren. Bitte, Herr. Bitte lass es nicht sterben. Wie ich sehe, hat Herr Wöller sich schon in Kenntnis gesetzt über die neuen Machtverhältnisse im Rathaus. Sie können einem leid tun, Herr Lehmann. Jetzt sagen Sie bloß, Sie weinen dem Mann auch nur eine Träne nach, so wie der Sie behandelt hat. Also da haben Sie es bei mir um einiges besser. Ja, lieber putze ich Neubauten bei Herrn Huber. Und Sie glauben wirklich, Herr Lehmann, dass Sie das Zeug für diesen Job haben? Ach, auf diesen Moment habe ich 30 Jahre lang gewartet, Frau Labern. Ja, und so viel Mist wie der Wöller kann sowieso keiner bauen. Rathaus Kaltental, stellvertretender Oberbürgermeister Lehmann. Lehmann? Ja, langsam. Was sagen Sie da? Sanitäre Anlagen, Zirkus? Ja, also, entschuldigen Sie bitte, aber... Also für öffentliche Toiletten ist meines Wissens das Gesundheitsamt oder die Müllabfuhr zuständig. Ja, da bin ich jetzt ein kleines bisschen überfragt. Können Sie das übernehmen, Frau Labmann? Sie und Schwester Hanna haben sich wieder einmal gegen mich verbündet. Was heißt hier gegen Sie? Für Sie wäre zutreffender. Im Ernst, Frau Reuter. Es wäre die Gelegenheit, Ihren Fehler wieder auszubügeln. Fehler? Ja. Oder halten Sie es für einen sonderlich genialen Schachzug, diese Immobilie für läppische 4 Millionen verkauft zu haben? Seit wann sind Sie ein Immobilienspezialist? Ich habe mich kundig gemacht. Heute früh. Im Innenministerium. Herr Rossbauer, das sagen Sie doch alles nur, um mich in Ihrem und Schwester Hannas Sinn zu manipulieren. Und sehen Sie, da ist sie auch schon. Wie aufs Stichwort. Und wie üblich zu spät. Entschuldigung, wir hatten einen Notfall. Guten Tag, Exzellenz. Grüß Gott, Schwester. Schwester Hanna, darf ich bitten? Und, hat es geklappt? Einfach war das nicht gerade, da Herr Wöller im Innenministerium viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Aber unser Herr Innenminister war mir noch einen kleinen Gefallen schuldig. Darf ich fragen, worum es geht? Um den Herrn Wöller. Er ist in einem jämmerlichen Zustand. Er hat sich seit Tagen in seinem Haus verbarrikadiert. Ja, und? Nun ja, ich fühle mich irgendwie schuldig. Wir hätten ihn da nicht ahnungslos reinrasseln lassen dürfen. Schwester. Tut mir leid, Frau Reuter. Ich bin derselben Meinung. Das war unchristlich von Ihnen. Also... Jedenfalls will ich das nicht auf dem Gewissen haben, wenn er sich eventuell was antun sollte. Und um seinen ledierten Ruf wiederherzustellen, hat Schwester Hanna mich gebeten, beim Innenministerium vorstellig zu werden und ihn für den König-Ludwig-Orden vorzuschlagen. Herrn Wöller. Für den König Ludwig. Wofür, um Himmels Willen? Für seine Verdienste als Archäologe. Immerhin haben seine Ausgrabungen einen Schatz zutage gebracht, diese alten Folianten. Die vielleicht von unschätzbarem historischem Wert sein könnten. Und die er zudem noch dem Kloster stiften wird. Das natürlich wieder Ihnen gehört. Weil Sie es ja von der Gemeinde wieder abgekauft haben. Herr Rossbauer, Schwester Hanna. Das ist ja wohl die verrückteste Räuberpistole, die mir je zu Ohren kam. Bitte, Mutter. Es ist die einzige Lösung. Die uns allen gerecht wird. Und wenn er dann auch noch das Kloster los wird, dann ist alles wieder beim Alten. Und wenn ich auch noch was sagen darf, das mit dem Theaterstück für die Freilichtspiele klappt sowieso nicht. Wer will für sowas Eintritt zahlen? Haben Sie etwa vor, diese wahnwitzige Idee von Herrn Wöller nun selbst realisieren zu wollen? Ach, hören Sie doch auf! Susanne? Es geht schon seit Stunden. Sie lassen mich nicht zu ihm. Aber was ist denn passiert? Die Nonne hatte recht, Stefan. Wir hätten ihn fast umgebracht. Oh mein Gott. Das Schlimmste ist überstanden.
Aber Dr. Holzmann möchte mit Ihnen reden. Er möchte Ihnen erklären, wie man ein Baby veganisch richtig ernährt. Geschafft. Ja! Jetzt müssen Sie nur noch Herrn Wöller dazu bringen, mitzuspielen. Ach, wenn der hört, dass er den König Ludwig kriegt, da sehe ich da kein Problem. Danke, Exzellenz. Sie haben uns mal wieder gerettet. Ach. Darf ich den Orden mal sehen? Ja. Schwester Hildegard, kommen Sie bitte. Wie heißt es doch so schön? Orden sind wie Nierensteine. Irgendwann kriegt jeder mal einen. Herr Wöller! Frau Dornfelder! Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Schwester. Der Herr Wöller wird kommen. Das verspreche ich Ihnen. Und es wird wieder eine ganz wunderbare und erfolgreiche Gala werden. Meinen Sie? Bestimmt. Bis heute Abend. Ja, aber er macht doch nicht mal die Tür auf. So. Ja, dann. Nein, nein, mein Entschluss steht fest, Frau Dr. Wohlschläger. Ja, ich werde das Haus verkaufen, meine Firma auch, und dann werde ich irgendwo hinziehen, wo mich kein Mensch kennt, ne? Ja, ich bin meinen Job als Bürgermeister los. Was hält mich noch in diesem Kaff? Ach, hören Sie mir doch auf mit der Nonne. Ich meine, die hat mich ja kalt lächelnd ins offene Messer laufen lassen. Nein, nein, was das angeht, da bin ich kuriert. Aber ich meine, ich könnte mich natürlich auch aufhängen, wenn Ihnen das aus therapeutischer Sicht eher zusagt. Herr Wöller? Moment, ich rufe zurück. Aufhängen, Herr Wöller. Alles ist in bester Ordnung. Wie? Ich komme gerade aus München. Die Mutter Oberin ist bereit, Ihnen das Kloster wieder abzunehmen. Was? Und es kommt noch besser. Bischof Rostbauer hat es geschafft, beim Innenministerium eine Auszeichnung für ihre Verdienste zu erwirken. Den König-Ludwig-Orden. Den König-Ludwig-Orden? Am Bande. Am Bande? Mit Anstecknadel für Sakko. Ja, für welche Verdienste? Die Bücher, die Sie gefunden haben. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass die von größter historischer Bedeutung sein können. Und da Sie sie noch dem Kloster gestiftet haben... Habe ich? Sie haben. Aha. Ich meine, irgendwas müssen Sie schon gemacht haben fürs Gemeinwohl, um so eine Auszeichnung zu kriegen. Also Sie wollen mich bloß reinlegen. Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ich schwöre Ihnen, Herr Wöller, ich habe den Orden mit eigenen Augen gesehen. Und Bischof Rostbauer wird ihn Ihnen heute Abend bei der Gala feierlich überreichen. Gala? Ich gehe zu keiner Gala. Ich bin nicht lebensmüde. Und Sie werden mitmachen bei der Kaltenthaler Talentshow. Kommt nicht in Frage. Na dann. Vergessen Sie das Ganze. Keine Gala, kein Orden. Und das Kloster können Sie auch behalten. Tut mir leid, dass ich mich so umsonst für Sie eingesetzt habe. Ja, aber Moment, jetzt laufen Sie nicht einfach so weg. Herr Wöller, das ist doch die Chance, es allen zu zeigen. Und zu beweisen, dass ein Mann von Ihrem Format sich nicht unterkriegen lässt. Ja, schon. Aber ich meine, was habe ich denn zu bieten für das Programm? Ja, dann lassen Sie sich was einfallen. Sie sind doch sonst so genial. Ja, sonst. Also dann, bis heute Abend. König Ludwig Orden. Banne. Verlabern, was machen Sie da? Bringen Sie die Sachen wieder rauf in mein Büro. Und dann lassen Sie sich was einfallen. Mit welcher Nummer ich heute Abend bei diesem Amateurverein, sprich Benefizveranstaltung, brillieren kann. Jetzt stehen Sie nicht so rum wie ein Sarkan ohne Räder. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Sie können sich ja zum Mond schicken lassen. Finden Sie das witzig? Ich meine, voller Ernst. Aber zuerst muss ich das Berufsbild von diesem Herrn Lehmann zurechtrücken. Wo ist er in meinem Büro? Die Herren konferieren im Rathaussaal. Und Ihren Krempel können Sie alleine hochtragen. Na, und ich dachte, Sie freuen sich, dass ich wieder da bin. Das habe ich auch gedacht. Aber da habe ich mich wohl gründlich geirrt. Was kann denn nicht dafür, dass der Wöller mir so einen Saustall hinterlassen hat? Und ich kann mir auch keine Millionen aus den Rippen schneiden. Weil eins steht fest...
Die Mutter Oberin nimmt uns das Kloster auf keinen Fall wieder ab. Da bin ich wieder. Ja, spinnst du? So. Ist das deins? Einen wunderschönen guten Morgen. Vor Ihnen steht der Mann, der der Mutter Oberin in München das Kloster wieder angedreht hat. Und falls ihr heute Abend bei dieser Gala erscheint, könnt ihr Zeuge eines Festaktes werden. Da ist noch ein Stuhl frei. Dessen Höhepunkt die Verleihung des König-Ludwig-Ordens sein wird, an meine Wenigkeit, am Bande, wohlbemerkt. Ja, nicht so schlecht. Aber vorher muss ich noch was unter Dach und Fach bringen. Ich sei du so nett, ruf den Huber an. Der soll die Schatztruhe ins Kloster schaffen. In der Zwischenzeit findest du Gelegenheit, mein Büro wieder zu räumen, Herr Möchtegern Bürgermeister. Wie ist es, Wanda? Wir haben es geschafft. Aber Gott sei Dank, Frau Beilstein. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken kann. Ach, danken Sie dem lieben Gott und unserer Schwester Jenny. Können wir vielleicht Thomas bei Ihnen in der Kapelle taufen lassen? Aber natürlich, gerne. Sie können jetzt zu Ihrem Kind. Danke nochmal. Mein erster Patient. Also bei aller Liebe, Frau Lange, ist diese Idee auf Ihrem Mist gewachsen? Ja, haben Sie eine bessere auf die Schnelle? Ich meine, eine Nummer, wo Sie praktisch nichts tun müssen. Außer mir das Knick zu brechen. Ja, und mit Sicherheit heute Abend allen die Show stehlen werden. Ja, was ist, wenn es schief geht? Ja und? Heute früh wollten Sie sie noch umbringen. Ja, heute früh. Eigenhändig. Das ist was anderes. Wieso? Ja, wieso? Also jetzt kommen Sie mit und machen das mit den Artisten klar. Seien Sie doch kein Feigling. Ich bin weder als Held geboren noch als Feigling. Na gut, auf Ihre Verantwortung. Ich bin sowieso immer an allem schuld. Stimmt. Jetzt geben Sie mir mal recht. Sagen Sie, müssen Sie immer das letzte Wort haben? Ja. Meine Damen, ich grüße Sie. Grüß Gott. Grüß Gott. Wo ist Schwester Hanna? Die ist hinter der Bühne bei ihrer Tanzgruppe. Guten Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wieder einmal ist es soweit. Und dieses Mal haben wir uns für unsere Gala etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Den großen Kaltenthaler Talentwettbewerb. Und wir dürfen alle gespannt sein, wen die Jury zum Sieger des heutigen Abends erklären wird. Aber dafür brauchen wir erstmal eine Jury. Herr Bischof Rossbauer, dürfte ich Sie bitten, das Amt des Unparteiischen zu übernehmen? Und Sie bitte auch, Frau Dr. Wolter. Und als Dritte im Bunde möchte ich Frau Laban bitten, hier Platz zu nehmen. Was für eine Karriere! Gerade war sie noch Platzanweiserin. So. Und damit sind wir komplett und ich darf Ihnen unsere erste Kandidatin präsentieren, die 9-jährige Paulina mit ihrem Grashüpfer-Rap. Fliegen, 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 bleib lieber liegen, das kannst du nicht erlernen, das kannst du nicht kriegen, jeder macht, was er kann, jeder bleibt, was er ist. Jetzt haben wir den Salat. Die Vorstellung läuft und wie kriegen wir das Teil auf die Bühne? Regen Sie sich ab, wir machen das ja nicht zum ersten Mal. Also ehrlich, Herr Börner, ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Ja, um Himmels Willen, was haben Sie denn vor? Keine Details, Frau Dornfelder. Sagen Sie es lieber, wie wir hinter die Bühne kommen mit diesem Teil hier. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Ach,
Das ist die Aufregung. Wenn du auf der Bühne stehst, ist das vorbei. Eine Überraschung in Grün. Anton Meyer. Ach, lass mal, Geschenk. Wieso, was ist denn? Ich hab die Nummer schon mal gehört. Und? Da hilft nur beten. Das Lied, besser gesagt diesen Blues, Boogie Blues, habe ich selbst gedichtet. Und den Refrain können Sie gerne mitsingen, wenn Sie möchten. Ach ja, und zur musikalischen Unterstützung steht mir jemand zur Seite, von dem man kaum annimmt, dass er des Gitarrespielens mächtig ist, aber mächtig geirrt. Bauunternehmer Hermann Huber! Wussten Sie, dass der Huber Gitarre spielen kann? Das Erste, was ich höre. Wussten Sie, dass der Meyer singen kann? Ich hoffe, dass er es kann. Die Uhr schlägt Mitternacht, nur einer ist noch wach. Das ist der Kopf, der Nachtschicht hat und seine Runden macht. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Blues, den jeder kriegt, der seinen Job als Kopf trotz allem letztlich liebt. Ein Mädel spricht mich an, sie wünscht sich einen Mann. Ich sage ihr bedauernd, dass ich da nicht helfen kann. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Blues, den jeder kriegt, seinen Job als Kopf trotz allem letztlich liebt. Die Schicht ist endlich aus, du kommst kaputt nach Haus, und hinten steigt der Lover deiner Frau zum Fenster raus. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Streifenwagen Blues, yeah. Das ist der Blues, den jeder kriegt, der seinen Job als Kopf trotz allem letztlich liebt. Jedes Jahr das Highlight aus dem Kloster. Die Tanzgruppe von Schwester Hanna. Unseren Bürgermeister Böller ankündigen, der einmal mehr keine Kosten und Mühen gescheut hat, uns in unserer Arbeit für die Bedürftigen der Gemeinde zu unterstützen. Wie Sie sehen, muss die Bühne für diesen einmaligen Auftritt erst noch entsprechend vorbereitet werden. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass die Wartezeit sich lohnen wird. Ich sehe, die Herren sind soweit. Applaus für unseren tollkühnen Wohltäter, Bürgermeister Böller. Danke, danke.
Damen und Herren, das genügt. Heben Sie sich Ihren Applaus lieber für hinterher auf, falls ich das hier überhaupt überleben sollte. Also, ich werde mich in dieses Kanonenrohr begeben und mich als lebende Kanonenkugel durch die Lüfte schießen lassen. Allerdings bräuchte ich dazu eine Assistentin, weil ich mich ja kaum selber abschießen kann. Und wer käme da wohl besser in Frage als unsere Schwester Hanna? Ich glaube, niemand würde mich lieber auf den Mond schießen als Sie. Schwester Hanna, darf ich bitten? Das ist ja mal wieder das Allerletzte. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Schwester Hanna, für Ihre Hilfe. So, ich bräuchte jetzt noch 4 starke Herren, die mir helfen, mich in diese Kanone zu laden. Wer hat noch nicht? Wer wagt noch mal? Herr Wöller, Sie sind mal wieder zum Schießen. Moment, darf ich mal? Moment! Ich meine, es müssten doch im Saal noch mehr Freunde von Herrn Wöller sein, denen es eine größere Spende wert sein sollte, ihn auf den Mond zu schießen. Bietet jemand 100 Euro? Ich will 100, 200, 300, 500! 500 Euro! Ich biete 1000! Herr Huber bietet 1000 Euro. Bietet jemand mehr? Zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Herr Huber, Sie haben die Ehre. Vielen Dank. Wer dich als Freund hat, der braucht keine Feinde. Ja, tut mir leid, aber das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Herr Böller, möchten Sie noch etwas sagen? Ja, wenn die Herrschaft mich eindringt auf das Ziel zum Mond, bitte. Hiermit möchte ich mich von meinem großartigen Publikum verabschieden und vor allem von meinen treuen Wählern. Schwester, könnten Sie mir die Haube festzuholen, weil dann kennen Sie sich doch aus. Kompliment, Herr Böller. Mit dieser Nummer machen Sie sich unsterblich. Das glaube ich gern, weil keine Zeit war zum Üben. Was? Sie machen das zum ersten Mal? Wenn ich mich schon verabschieden muss, für immer, dann mit einem Donnerhall. Aber jetzt muss ich Ihnen ganz ehrlich was sagen. Was? Es tut mir in der Seele gut, dass ich Ihnen doch nicht ganz gleichgültig bin. Ave morituris vos salutat. Hermann, tu deine Pflicht. Nichts tue ich lieber. Gespannt sein, wie die Jury sich entscheiden wird. Bitte, Euer Exzellenz, Sie haben das Wort. Ja. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Aber der Sieger des heutigen Abends ist Wachtmeister Meier. Herzlichen Glückwunsch! Darf ich kurz etwas ansagen? Es gibt noch einen Sieger, Herrn Bürgermeister Wöller nämlich, dem ich für seine Verdienste zum Wohle der Gemeinde und im Namen unseres Herrn Innenministers den König Ludwig Orden am Bande.
zugehört. Vielen Dank, Exzellenz. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen noch einen vergnüglichen Abend. Eigentlich sind Sie die Siegerin des Abends, Schwester. Was? Ja, wie Sie das hingekriegt haben, einen völlig verzweifelten Menschen wie mich aus einem tiefen Loch rauszuholen, das macht Ihnen so schnell keinen Spaß. Und es wäre der allerschönste Tag in meinem Leben, wenn ich Sie zu einem Fläschchen Shampoos überreden dürfte. Na, dann wird es wohl der zweitschönste Tag in Ihrem Leben werden. Oh, bitte. Ich meine, mit wem soll ich denn feiern? Schauen Sie, Sie haben Ihr Kloster wieder und ich den Ludewig am Bande. Oh, Sie vergessen diese alte Bücherkiste. Vielleicht sind die Folianten ja was wert. Ja, wie? Eher gut. Ein Glas. Zwei. Eins. Eins für Sie? Und eins für mich. Ja. Ach. Oh, oh. Verhungert ist er zumindest nicht. Sollen wir mal oben nachschauen? Also in sein Schlafzimmer gehe ich nicht. Oh, Frau Laban. Auf gar keinen Fall. Herr Wöller? Schauen Sie sich das Elend an. Der arme Mann. Der Teddy, der hat seinem Sohn gehört. Gott, wie rührend. Herr Wöller? Was machen Sie da? Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie sind... Tot? Nein. Bin ich nicht, noch nicht. Was machen Sie da? Lassen Sie das! Herr Wöller, Sie können doch nicht den Rest Ihres Lebens da im Bett verbringen. Sie werden es nicht glauben, aber genau das habe ich vor. Und jetzt bitte gehen Sie. Gerne, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Also ziehen Sie sich was an, wir warten unten im Wohnzimmer. Warum glauben Sie, dass ich mich eingeschlossen habe? Damit ich Leuten wie Ihnen nie mehr begegnen muss in meinem Leben. Frau Laban, sagen Sie der Dame in Schwarz, Wolfgang Wöller gibt es nicht mehr. Gott, der Arme. Ach, was? Kommen Sie, jetzt machen wir unten erstmal klar Schiff. Morgen habe ich einen Termin bei Bischof Rossbauer und der Mutter. Frau Laban? Oh nein, bitte nicht. Was ist? Was haben Sie? Jetzt sagen Sie doch. Ich glaube. Ich liebe diesen Mann. Frau Laban? Dann nennen Sie mir einen vernünftigen Grund, warum ich 20 Jahre in seinem Vorzimmer sitze und mich von ihm schikanieren und ausnutzen lasse. Ja, aber das ist doch keine Liebe. Was sonst? Na endlich! Seit Tagen versuche ich vergeblich, Herrn Wöller zu erreichen. Frau Wölder, ich habe Ihnen schon gesagt, dass Herr Wöller diesmal nicht an Ihrer Gala teilnehmen wird. Und es muss Ihnen reichen, wenn ich bei Ihrer bescheuerten Show die Platzanweiserin spielen werde. Und jetzt lassen Sie bitte Herrn Wöller in Frieden. Ja? Was ist? Kommen Sie jetzt mit oder nicht? Ja. Nachdem es ja nun wohl nichts wird, nicht wahr, mit der großzügigen Spende, die mir der Herr Wöller versprochen hat, dann kann ich ja wohl wenigstens bei der Gala mitmachen. Das wird er auch, aber im Moment ist er leider nicht zu sprechen. Ja, aber morgen ist doch schon die Veranstaltung. Und die Plakate hängen überall. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir müssen jetzt los. Entschuldigung.
verwahrlost und zu Hause sieht das nicht gerade aus. Ja, ich weiß, aber du hast das Baby nicht gesehen. Und die Mutter, die hatte irgendetwas Fanatisches an sich. Also komm, aber lass mich reden. Sie schon wieder. Bitte, Frau Beilstein, verstehen Sie uns nicht falsch. Wir wollen Ihnen ja nur unsere Hilfe anbieten. Ich bin Krankenschwester und... Also das ist doch eine Unverschämtheit sondergleichen. Was geht Sie mein Kind an? Und jetzt haben Sie es aufgeweckt. Also bitte. Könnte ich es nur mal ganz kurz sehen? Meine Mitschwester meint, das Baby... Auf Wiedersehen. Na, was habe ich dir gesagt? Da stimmt doch irgendwas nicht. Komm. Ja, und was machen wir jetzt? Wir fahren nach Hause und essen zu Abend. Felicitas. Und morgen rufe ich beim Jugendamt an, ob über die Familie was anhängig ist. Jennifer! Verzeihen Sie bitte. Ach, grüß Gott, Schwester. Grüß Gott. Eine Frage bitte. Ihre Nachbarin, die Frau Beilstein, die hat doch ein Baby, oder? Ja. Armes Kind. Wieso? Die Eltern sind... Gleich! Nee, gleich jetzt! Was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass es heute später wird. Wo ist der Wöller? Ja, wo wird er sein? Zu Hause, im Bett vermutlich. Und was machst du hier allein in seinem Büro? Hinter verschlossener Tür? Nichts, jedenfalls nichts, was dich angeht. Aber falls es dich beruhigt, ich werde kündigen. Zum Monatsende. Kündigen? Was, Marianne? Aber warum? Wolltet ihr etwa wieder eine Wäsche? Schön wär's. Nein. Willi, ich habe jetzt eine ernsthafte Frage. Und ich hätte gerne eine ehrliche Antwort. Liebst du mich? Klar, natürlich. Das weißt du doch. Dann verlang jetzt bitte nicht von mir, dass ich dir das erkläre, ja? Ich habe meine Gründe und das muss reichen. So. Jetzt gehen wir. Ja? Jenny, kann ich dich kurz stören? Sag mal, die Adresse von dieser Veganerfamilie, wie ist die? Da willst du hin? Dann komm ich mit. Nein, wenn die dich sehen, dann ticken die nur wieder aus. Bitte, ich kann sowieso nicht schlafen. Na gut. Aber du lässt mich reden. Aber lass dich nicht so abwimmeln wie Felicitas vorhin. So Gott will. Ja? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Herr Beilstein. Ich bin Schwester Hanna, die Leiterin des Klosters Kaltental. Sie waren heute schon mal hier, sagt meine Frau. Nein, nein, das war Schwester Felicitas. Sie ist Krankenschwester. Sie wollte sich ihr Baby mal anschauen. Und als sie mir erzählt hat, dass Sie und Ihre Frau Veganer sind, da... Sind Sie auf die gleichen ewigen Vorurteile reingefallen, mit denen wir uns rumschlagen müssen? Essen Sie wenigstens Eier und Milchprodukte? Nein. Wir essen grundsätzlich keine Produkte, die von inhumaner Tierhaltung stammen. Und wenn das alle täten, dann wäre die Welt besser dran. Das verstehe ich ja. Aber sind Sie sicher, dass diese strikte Ernährung Ihrem Baby auch gut tut? Nur weil Veganer Kinder nicht so fett und aufgedunsen sind wie andere, heißt das nicht, dass sie nicht gesund sind. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Kann ich mir Ihr Baby wenigstens mal anschauen? Nein. Meine Frau hat sich schon genug aufgeregt über Ihre Einmischung. Also, vielen Dank für Ihre Bemühungen, aber gute Nacht. Ja, Moment. Hanna. Komm. Ja, was ist jetzt? Ich rufe morgen Dr. Mertens an und dann sehen wir weiter. Komm, steck ein. Ja, also kommt, bringen wir es hinter uns.
meine sogenannten Freunde und Parteigenossen. Ja, wo ist das Seil? Ihr wollt mich doch sicher am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Gute Idee, aber das muss ich schon selber besorgen. Hier, Herr Ex-Oberbürgermeister. Misstrauensvotum, arglistige Täuschung, Unfähigkeit im Amt. Verschwendung öffentlicher Gelder. Also den Weg hättet ihr euch sparen können. Oder glaubt ihr, dass ich noch einmal einen Fuß in das Rathaus setzen werde? Da bist du also einverstanden, dass ich bis zu den nächsten Wahlen in dein Büro umziehe? Ja, aber bitte, bitte, bitte. Nur eins kriegst du nicht. Meine Frau Lahmann. Ja, aber gut, ich spiele euch diesen Sündenbock, damit ihr eure Hände in Unschuld waschen könnt. So. Und jetzt LMAA im Quadrat. Wie Einstein so schön gesagt hat. Doch strenge Veganer, wie Vegetarier, die gar keine tierischen Produkte essen. Keine Eier, nicht einmal Milch. Nur Gemüse und Getreide und so weiter. Und Sie meinen das Baby auch? Na bestimmt, so wie es aussieht. Danke. Bitte. Ehrlich, Frau Lahmann, denken Sie doch an Ihren Mann. Der ahnt es ja schon lange. Eifersüchtig, wie der ist auf Herrn Wöller. Sie haben Mitleid mit Herrn Wöller, aber Mitleid ist doch keine Liebe. Und warum rast dann mein Puls? Und mir wird heiß und kalt? Nein, nein, Schwester. Ich werde kündigen. Frau Lahmann, bitte, tun Sie nichts Unüberlegtes. Warten Sie wenigstens, bis Herr Wöller wieder auf dem Damm ist, ja? Hanna, wo bleibst du? Das müssen Sie mir versprechen. Gott, ist das alles furchtbar. Frau Lahmann, bitte! Hanna! Ja, ich zieh mich nur schnell um. Wolfgang, jetzt mach doch auf, verdammt nochmal, ich weiß doch, dass du da bist. Hey! So, du hast sie wohl nicht mehr alle. Jetzt mach endlich auf und ich komme mit dem Bulldozer. Dich merke ich mir, wenn es mal brennt. Ja, bei mir brennt es wirklich. Du misst mir vielleicht ein Weichei. Glaubst du einem allen Ernst, du könntest dich in deinem Zimmer verkriechen, oben im Bett und deine Wunden lecken? Du schuldest mir eine satte runde Million und die wirst du mir schön zurückzahlen. Von was denn? Vom Flaschenpfand? Nein, du wirst bei der Mutter Oberin zu Kreuze kriechen und sie anflehen, das Kloster zurückzukaufen. Einen Teufel werde ich tun. Du weißt, du bist gesellschaftlich und politisch dann unten durch. Hm? Ja, verstehst du, während du hier auf wehleidig machst, hat der Lehmann deine eigenen Parteigenossen zusammengetrommelt und so lange bearbeitet, bis sie das Misstrauensvotum gegen dich unterzeichnet haben. Du siehst, du hast gar keine Alternative, wenn du deinen Hals retten willst. Du musst dieses verdammte Objekt verkaufen. Du hast vollkommen recht. Ich bin politisch und gesellschaftlich unten durch und soll doch der Lehmann machen mit seinen Amigos, was er will. Mir doch wurscht. Wolfgang, so geht das nicht. Junge, du musst wieder zu Verstand kommen. Hast du vollkommen recht. Und verstehst du, ich brauche das Geld wirklich. Meine Firma geht sonst den Bach runter. Haben, sagen die Schwaben. Also, dann bis morgen und macht das Licht an, ja? Und fahrt mir gleich nach Hause. Habt ihr verstanden? Viele Studien kamen zu dem Ergebnis, dass veganische Ernährung schon in der Schwangerschaft die Gefahr eines Mangels an Eisen, Zink, Kupfer sowie Vitamin B12 mit sich bringt. Hallo, wo seid ihr denn? Hanna! Wir müssen das unternehmen. Ich auch. Ich
habe beim Jugendamt angerufen, da liegt nichts vor. Und stell dir vor, das sind ganz strenge Veganer. Die essen nicht mal Honig, weil sie glauben, dass die Bienen dann ausgebeutet Vielleicht werden. Vielleicht kann Wachmeister Meier ja was tun. Langsam. Wir können ja nicht auf bloßen Verdacht in das Jugendamt oder gar die Polizei einschalten. Warum ja, nicht? Ja, aber einen Arzt vom Jugendamt könnte man vielleicht vorbeischicken. Bis die reagieren, ist das Baby vielleicht schon tot. Jenny. Ja, ihr habt das Kind ja nicht gesehen, aber ich. Das verstehe ich ja, aber jetzt können wir da kaum mehr etwas machen. Also ich schlage vor, wir halten unsere Abendandacht und schließen diese Familie in unsere Gebete ein. Und morgen sehen wir weiter, ja? Ich gehe mich jetzt umziehen. Wenn ich Herrn Wöller kenne, würde das Kloster nach dieser Pleite so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Ja, deswegen rufe ich ja an, Exzellenz. Ich meine, wenn wir beide an einem Strang ziehen, dann können wir die Mutter Oberin sicher rumkriegen. Gut, da werde ich da sein. Rein zufällig, versteht sich. Genau. Ja, danke, Exzellenz. Gelobt sei Jesus Christus. Frau Laban. Katastrophe. Der Herr Wöller? Ja. Seit dem Fiasko mit dem Schatz von Wallenstein ist er verschollen. Er geht nicht ans Telefon, in der Firma ist er nicht erschienen, bei ihm zu Hause sind die Rollläden runtergelassen und die Post von 3 Tagen steckt im Kasten. Von 3 Tagen? Ja. Ich hoffe nur, dass er sich nichts antut. Ich meine, nach allem, was die Zeitungen über ihn geschrieben haben, wo er doch so sensibel ist, was sein Image angeht. Ja, wahrscheinlich würde er seinen Kummer in Alkohol ertränken. Wollen Sie auch einen Kaffee? Nee, danke. Und einen Katzenjammer haben? Aber doch nicht so lange, bitte, Schwester. Allein traue ich mich nicht zu ihm nach Hause. Allein der Gedanke, dass er sich vielleicht was... Was angetan hat? Aber doch nicht Wolfgang Wöller. Aber gut, ich will ihn ja sowieso sprechen. Kommen Sie. Ah, Agnes, ich muss noch mal weg. Bis Gott, Frau Schwester. Doch hoffentlich wieder zurück. Ja, und wenn nicht, dann fang schon mal ohne mich an. Es gibt Spinatpfannkuchen. Außerdem müssen wir doch noch für die morgige Gala proben. Ja. Grüß Gott, Schwester. Guten Tag, Herr Schulz. Grüß Gott. Wie geht's Ihrem Rücken? Aber Schwester Felicitas wollte mir noch ein paar Übungen zeigen. Na ja, gut. Aber die Arnika-Salbe von unserer Schwester Agnes, die müssen Sie unbedingt ausprobieren. Schwester, bitte. Danke. Ja. Wollen wir nicht lieber meinen Wagen nehmen, Schwester? Ja, wenn Sie mich wieder zurückbringen, gerne. Ja, kommen Sie. Mama! Ich war gerade in der Apotheke und da war eine Frau mit einem Kinderwagen. Ich wollte mir das Baby mal anschauen, weil es so jämmerlich geweint hat. Und entschuldige, Jenny, aber kannst du mir das bitte später erzählen? Die Frau labert... Dann ist es aber vielleicht schon zu spät. Das Baby ist krank. Dann soll Felicitas es sich mal anschauen. Ich muss jetzt los. Entschuldigen Sie, Felicitas, ich muss ganz dringend mit dir sprechen. Moment mal, was ist denn? Herr Schulz, ich bin gleich bei Ihnen. Ich habe bei der Apotheke eine Frau getroffen mit einem Baby im Kinderwagen. Das hat ganz jämmerlich geweint.
Ich habe die Frau gefragt, was ihm denn fehlt und ob sie mal zu uns zur Beratungsstelle kommen möchte. Da hat die mich vielleicht runtergeputzt, was mir denn einfiele und so. Und na was? Ja, ich habe das Baby zwar nur ganz kurz gesehen, aber es sah völlig abgemagert aus. Mit dunklen Schatten unter den Augen. Ja, fast so wie die Fotos von den Kindern auf den Plakaten vom Brot für die Welt. Ja, Jenny, dann ist das allenfalls ein Fall fürs Jugendamt. Entschuldigung, Schwester. Ich warte jetzt schon seit 42 Minuten. Ja, Herr Schulz, nehmen Sie doch schon mal Platz. Aber erst will ich ganz sicher sein, dass ich mich nicht getäuscht habe. Bitte, Felicitas, ich bin der Frau heimlich nachgegangen und weiß, wo sie wohnt. Wenn wir zur Zeit kommen und du ihr sagst, dass du Krankenschwester bist. Na gut, aber erst darf ich mich doch um Herrn Schulz kümmern. Ja, natürlich. Da, schauen Sie, nicht mal seinem Getränkelieferanten hat er aufgemacht. Ach, das ist sinnlos, aber ich weiß, wo der Schlüssel steckt. Für die Putzfrau. Müller? Danke, Herr Doktor, dass Sie gekommen sind. In Ihrem Interesse kann ich nur hoffen, dass ich meine Patienten nicht umsonst warten lasse und mich unmöglich mache. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich nicht getäuscht habe. Na gut, Frau Beilstein ist meine Patientin und ich denke, sie wird nichts dagegen haben, wenn ich mir das Kind mal anschaue. Herr Doktor. Frau Beilstein, es ist mir sehr unangenehm. Aber Sie können alles in 10 Minuten aus der Welt schaffen, wenn Sie mich nur kurz Ihr Kind ansehen lassen. Also das ist eine solche Hexenjagd. Und das alles nur, weil wir... Wir machen uns doch nur Sorgen um Ihr Kind. Bitte, Frau Beilstein. Na schön. Aber Sie bleiben draußen. Herr Wöller? Geht es Ihnen besser? Wie auch. Gerade waren diese Knalltüten vom Gemeinderat da und haben mir den Bettel hingeschmissen. Nein. Egal. Der Lehmann will in mein Büro umziehen. Was? Ja, also packen Sie meinen privaten Krimskram in einen Umzugskarton. Irgendwer von meiner Firma wird ihn dann bei Gelegenheit abholen. Herr Wöller. Und was Sie angeht... Ich überlasse es Ihnen. Entweder spielen Sie die Chefsekretärin vom Lehmann oder aber wir beide reiten gemeinsam vom Hof einem beschaulichen, liebevollen Lebensabend entgegen. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Und das nach all den Jahren, die wir gemeinsam, ich meine... Auf Wiedersehen, Marianne. Auf Wiedersehen. Wolfgang. Marianne. Herr Doktor, was ist? Nicht jetzt, Schwester. Wir müssen auf der Fahrt Herz und Kreislauf stabilisieren. Bitte lass es nicht sterben. Ah, wie ich sehe, hat Herr Wöller sich schon in Kenntnis gesetzt über die neuen Machtverhältnisse im Rathaus. Sie können einem leid tun, Herr Lehmann. Jetzt sagen Sie bloß, Sie weinen dem Mann auch nur eine Träne nach, so wie der Sie behandelt hat. Also da haben Sie es bei mir um einiges besser. Ja, lieber putze ich Neubauten bei Herrn Huber. Und Sie glauben wirklich, Herr Lehmann, dass Sie das Zeug für diesen Job haben? Ach, auf diesen Moment habe ich 30 Jahre lang gewartet, Frau Labern. Ja, und so viel Mist wie der Wörler kann sowieso keiner bauen. Rathaus Kaltental, stellvertretender Oberbürgermeister Lehmann. Lehmann? Ja, langsam, langsam. Was sagen Sie da? Sanitäre Anlagen? Sanitäre Anlagen Zirkus? Ja, also, entschuldigen Sie bitte, aber... Also
Für öffentliche Toiletten ist meines Wissens das Gesundheitsamt oder die Müllabfuhr zuständig. Ja, da bin ich jetzt ein kleines bisschen überfragt. Können Sie das übernehmen, Frau Labmann? Sie und Schwester Hanna haben sich wieder einmal gegen mich verbündet. Was heißt hier gegen Sie? Für Sie wäre zutreffender. Im Ernst, Frau Reuter. Es wäre die Gelegenheit, Ihren Fehler wieder auszubügeln. Fehler? Ja. Oder halten Sie es für einen sonderlich genialen Schachzug, diese Immobilie für läppische 4 Millionen verkauft zu haben? Seit wann sind Sie ein Immobilienspezialist? Ich habe mich kundig gemacht. Heute früh. Im Innenministerium. Herr Rossbauer, das sagen Sie doch alles nur, um mich in Ihrem und Schwester Hannas Sinn zu manipulieren. Und sehen Sie, da ist sie auch schon, wie aufs Stichwort. Und wie üblich zu spät. Entschuldigung, wir hatten einen Notfall. Guten Tag, Exzellenz. Grüß Gott, Schwester. Schwester Hanna, darf ich bitten? Und, hat es geklappt? Einfach war das. Du wirst bei der Mutter Huberin zu Kreuze kriechen und sie anflehen, das Kloster zurückzukaufen. Ein Teufel werde ich tun. Du weißt, du bist gesellschaftlich und politisch dann unten durch. Hm? Ja, verstehst du, während du hier auf wehleidig machst, hat der Lehmann deine eigenen Parteigenossen zusammengetrommelt und so lange bearbeitet, bis sie das Misstrauensvotum gegen dich unterzeichnet haben. Du siehst, du hast gar keine Alternative, wenn du deinen Hals retten willst. Du musst dieses verdammte Objekt verkaufen. Du hast vollkommen recht, ich bin politisch und gesellschaftlich unten durch und soll doch der Lehmann machen mit seinen Amigos, was er will. Mir doch wurscht. Wolfgang, so geht das nicht. Junge, du musst wieder zu Verstand kommen. Hast du vollkommen recht. Und verstehst du, ich brauche das Geld wirklich. Meine Firma geht sonst den Bach runter. Haben, sagen die Schwaben. Also, dann bis morgen und macht das Licht an, ja? Und fahrt mir gleich nach Hause. Habt ihr verstanden? Viele Studien kamen zu dem Ergebnis, dass veganische Ernährung schon in der Schwangerschaft die Gefahr eines Mangels an Eisen, Zink, Kupfer sowie Vitamin B12 mit sich bringt. Hallo, wo seid ihr denn? Hanna! Wir müssen was unternehmen. Ich auch. Ich habe beim Jugendamt angerufen, da liegt nichts vor. Und stell dir vor, das sind ganz strenge Veganer. Die essen nicht mal Honig, weil sie glauben, dass die Bienen dann ausgebeutet Vielleicht werden. Vielleicht kann Wachmeister Meier ja was tun. Langsam. Wir können ja nicht auf bloßen Verdacht in das Jugendamt oder gar die Polizei einschalten. Warum ja, nicht? Ja, aber einen Arzt vom Jugendamt könnte man vielleicht vorbeischicken. Bis die reagieren, ist das Baby vielleicht schon tot. Jenny. Ja, ihr habt das Kind ja nicht gesehen, aber ich. Das verstehe ich ja. Aber jetzt können wir da kaum mehr etwas machen. Also ich schlage vor, wir halten unsere Abendandacht und schließen diese Familie in unsere Gebete ein. Und morgen sehen wir weiter, ja? Ich gehe mich jetzt umziehen. Was willst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass es heute später wird. Wo ist der Wöller? Ja, wo wird das sein? Zu Hause, im Bett vermutlich. Und was machst du hier allein in seinem Büro? Hinter verschlossener Tür? Nichts, jedenfalls nichts, was dich angeht. Aber falls es dich beruhigt, ich werde kündigen. Zum Monatsende. Kündigen? Was, Marianne? Aber warum? Wolltet ihr etwa wieder eine Wäsche? Schön wär's. Nein. Willi, ich habe jetzt eine ernsthafte Frage. Und ich hätte gerne eine ehrliche Antwort. Liebst du mich? Klar, natürlich. Das weißt du doch. Dann verlang jetzt bitte nicht von mir, dass ich dir das erkläre, ja? Ich habe meine Gründe und das muss reichen. So. Jetzt gehen wir.
Ja? Jenny, kann ich dich kurz stören? Sag mal, die Adresse von dieser Veganerfamilie, wie ist die? Da willst du hin? Dann komm ich mit. Nein, wenn die dich sehen, dann ticken die nur wieder aus. Bitte, ich kann sowieso nicht schlafen. Na gut. Sie sind noch wach. Aber du lässt mich reden. Aber lass dich nicht so abwimmeln wie Felicitas vorhin. So Gott will. Ja? Entschuldigen Sie bitte die späte Störung, Herr Ballstein. Ich bin Schwester Hanna, die Leiterin des Klosters Kaltental. Sie waren heute schon mal hier, sagt meine Frau. Nein, nein, das war Schwester Felicitas. Sie ist Krankenschwester. Sie wollte sich ihr Baby mal anschauen. Und als sie mir erzählt hat, dass Sie und Ihre Frau Veganer sind, da... Sind Sie auf die gleichen ewigen Vorurteile reingefallen, mit denen wir uns rumschlagen müssen? Essen Sie wenigstens Eier und Milchprodukte? Nein. Wir essen grundsätzlich keine Produkte, die von inhumaner Tierhaltung stammen. Und wenn das alle täten, dann wären die Welt besser dran. Das verstehe ich ja. Aber sind Sie sicher, dass diese strikte Ernährung Ihrem Baby auch gut tut? Nur weil Veganer Kinder nicht so fett und aufgedunsen sind wie andere, heißt das nicht, dass sie nicht gesund sind. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ja? Kann ich mir Ihr Baby wenigstens mal anschauen? Nein. Meine Frau hat sich schon genug aufgeregt über Ihre Einmischung. Also, vielen Dank für Ihre Bemühungen, aber gute Nacht. Ja, Moment. Hanna. Komm. Ja, was ist jetzt? Ich rufe morgen Dr. Mertens an und dann sehen wir weiter. Komm, steck ein. Das sagen Sie doch alles nur, um mich in Ihrem und Schwester Hannas Sinn zu manipulieren. Und sehen Sie, da ist sie auch schon, wie aufs Stichwort. Und wie üblich zu spät. Entschuldigung, wir hatten einen Notfall. Guten Tag, Exzellenz. Grüß Gott, Schwester. Schwester Hanna, darf ich bitten? Und, hat es geklappt? Einfach war das nicht gerade, da Herr Wöller im Innenministerium viel verbrannte Erde hinterlassen hat. Aber unser Herr Innenminister war mir noch einen kleinen Gefallen schuldig. Darf ich fragen, worum es geht? Um den Herrn Wöller. Er ist in einem jämmerlichen Zustand. Er hat sich seit Tagen in seinem Haus verbarrikadiert. Ja, und? Nun ja, ich fühle mich irgendwie schuldig. Wir hätten ihn da nicht ahnungslos reinrasseln lassen dürfen. Schwester. Tut mir leid, Frau Reuter. Ich bin derselben Meinung. Das war unchristlich von Ihnen. Also... Jedenfalls will ich das nicht auf dem Gewissen haben, wenn er sich eventuell was antun sollte. Und um seinen ledierten Ruf wiederherzustellen, hat Schwester Hanna mich gebeten, beim Innenministerium vorstellig zu werden und ihn für den König-Ludwig-Orden vorzuschlagen. Herrn Wöller, für den König Ludwig. Wofür, um Himmels Willen? Für seine Verdienste als Archäologe. Immerhin haben seine Ausgrabungen einen Schatz zutage gebracht, diese alten Folianten. Die vielleicht von unschätzbarem historischen Wert sein könnten. Und die er zudem noch dem Kloster stiften wird. Das natürlich wieder Ihnen gehört. Weil Sie es ja von der Gemeinde wieder abgekauft haben. Herr Rossbauer, Schwester Hanna, das ist ja wohl die verrückteste Räuberpistole, die mir je zu Ohren kam. Bitte, Mutter. Es ist die einzige Lösung. Die uns allen gerecht wird. Und wenn er dann auch noch das Kloster los wird, dann ist alles wieder beim Alten. Und wenn ich auch noch was sagen darf, das mit dem Theaterstück für die Freilichtspiele klappt sowieso nicht. Wer will für sowas Eintritt zahlen? Haben Sie etwa vor, diese wahnwitzige Idee von Herrn Wöller nun selbst realisieren zu wollen? Ach, hören Sie doch auf! Susanne? Es geht schon seit Stunden. Sie lassen mich nicht zu ihm. Aber was ist denn passiert? Die Nonne hatte recht, Stefan. Wir hätten ihn fast umgebracht. Oh mein Gott. Das Schlimmste ist überstanden. Aber Dr. Holzmann möchte mit Ihnen reden.
Er möchte Ihnen erklären, wie man ein Baby veganisch richtig ernährt. Geschafft. Ja! Jetzt müssen Sie nur noch Herrn Wöller dazu bringen, mitzuspielen. Wenn der hört, dass er den König Ludwig kriegt, da sehe ich da kein Problem. Danke, Exzellenz. Sie haben uns mal wieder gerettet. Ach. Darf ich den Orden mal sehen? Ja. Schwester Hildegard, kommen Sie bitte. Wie heißt es doch so schön? Orden sind wie Nierensteine. Irgendwann kriegt jeder mal einen. Herr Wöller! Dornfelder. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, Schwester. Der Herr Wöller wird kommen. Das verspreche ich Ihnen. Und es wird wieder eine ganz wunderbare und erfolgreiche Gala werden. Meinen Sie? Bestimmt. Bis heute Abend. Herr Wöller macht doch nicht mal die Tür auf. Ach so. Ja, dann. Nein, nein, mein Entschluss steht fest, Frau Dr. Wohlschläger. Ja, ich werde das Haus verkaufen, meine Firma auch, und dann werde ich irgendwo hinziehen, wo mich kein Mensch kennt, ne? Ja, ich bin meinen Job als Bürgermeister los. Was hält mich noch in diesem Kaff? Ach, hören Sie mir doch auf mit der Nonne. Ich meine, die hat mich ja kalt lächelnd ins offene Messer laufen lassen. Nein, nein, was das angeht, da bin ich kuriert. Aber ich meine, ich könnte mich natürlich auch aufhängen, wenn Ihnen das aus therapeutischer Sicht eher zusagt. Herr Wöller? Moment, ich rufe zurück. Aufhängen, Herr Wöller. Alles ist in bester Ordnung. Wie? Ich komme gerade aus München. Die Mutter Oberin ist bereit, Ihnen das Kloster wieder abzunehmen. Was? Und es kommt noch besser. Bischof Rostbauer hat es geschafft, beim Innenministerium eine Auszeichnung für ihre Verdienste zu erwirken. Den König-Ludwig-Orden. Den König-Ludwig-Orden? Am Bande. Am Bande? Mit Anstecknadel für Sakko. Ja, für welche Verdienste? Die Bücher, die Sie gefunden haben. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass die von größter historischer Bedeutung sein können. Und da Sie sie noch dem Kloster gestiftet haben... Habe ich? Sie haben. Aha. Ich meine, irgendwas müssen Sie schon gemacht haben fürs Gemeinwohl, um so eine Auszeichnung zu kriegen. Also, Sie wollen mich bloß reinlegen. Ich meine, das gibt's doch gar nicht. Ich schwöre Ihnen, Herr Wöller, ich habe den Orden mit eigenen Augen gesehen. Und Bischof Rostbauer wird ihn Ihnen heute Abend bei der Gala feierlich überreichen. Gala? Ich gehe zu keiner Gala. Ich bin doch nicht lebensmüde. Und Sie... Wenn ich Herrn Wöller kenne, würde das Kloster nach dieser Pleite so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Ja, deswegen rufe ich ja an, Exzellenz. Ich meine, wenn wir beide an einem Strang ziehen, dann können wir die Mutter Oberin sicher rumkriegen. Gut, da werde ich da sein. Rein zufällig, versteht sich. Genau. Ja, danke, Exzellenz. Gelobt sei Jesus Christus. Frau Laban. Katastrophe. Der Herr Wöller? Ja. Seit dem Fiasko mit dem Schatz von Wallenstein ist er verschollen. Er geht nicht ans Telefon, in der Firma ist er nicht erschienen, bei ihm zu Hause sind die Rollläden runtergelassen und die Post von 3 Tagen steckt im Kasten. Von 3 Tagen? Ja. Ich hoffe nur, dass er sich nichts antut. Ich meine, nach allem, was die Zeitungen über ihn geschrieben haben,
wo er doch so sensibel ist, was sein Image angeht. Ja, wahrscheinlich würde er seinen Kummer in Alkohol ertränken. Wollen Sie auch einen Kaffee? Nee, danke. Und einen Katzenjammer haben? Aber doch nicht so lange, bitte, Schwester. Allein traue ich mich nicht zu ihm nach Hause. Allein der Gedanke, dass er sich vielleicht was... Was angetan hat? Aber doch nicht Wolfgang Wöller. Aber gut, ich will ihn ja sowieso sprechen. Kommen Sie. Ah, Agnes, ich muss noch mal weg. Bis Gott, Frau Schwester. Aber zum Abendessen bist du doch hoffentlich wieder zurück. Ja, und wenn nicht, dann fang schon mal ohne mich an. Es gibt Spinatpfannkuchen. Außerdem müssen wir doch noch für die morgige Gala proben. Ja. Grüß Gott, Schwester. Guten Tag, Herr Schulz. Grüß Gott. Wie geht's Ihrem Rücken? Aber Schwester Felicitas wollte mir noch ein paar Übungen zeigen. Na ja, gut. Aber die Arnika-Salbe von unserer Schwester Agnes, die müssen Sie unbedingt ausprobieren. Schwester, bitte. Danke. Ja. Wollen wir nicht lieber meinen Wagen nehmen, Schwester? Ja, wenn Sie mich wieder zurückbringen, gerne. Ja, kommen Sie. Ich war gerade in der Apotheke und da war eine Frau mit einem Kinderwagen. Ich wollte mir das Baby mal anschauen, weil es so jämmerlich geweint hat. Und entschuldige, Jenny, aber kannst du mir das bitte später erzählen? Die Frau labert... Dann ist es aber vielleicht schon zu spät. Das Baby ist krank. Dann soll Felicitas es sich mal anschauen. Ich muss jetzt los. Entschuldigen Sie. Felicitas, ich muss ganz dringend mit dir sprechen. Moment mal, was ist denn? Herr Schulz, ich bin gleich bei Ihnen. Ich habe bei der Apotheke eine Frau getroffen mit einem Baby im Kinderwagen. Das hat ganz jämmerlich geweint. Ich habe die Frau gefragt, was ihm denn fehlt und ob sie mal zu uns zur Beratungsstelle kommen möchte. Da hat die mich vielleicht runtergeputzt, was mir denn einfiel und so. Und na was? Ja, ich habe das Baby zwar nur ganz kurz gesehen, aber es sah völlig abgemagert aus. Mit dunklen Schatten unter den Augen. Ja, fast so wie die Fotos von den Kindern auf den Plakaten vom Brot für die Welt. Ja, Jenny, dann ist das allenfalls ein Fall fürs Jugendamt. Entschuldigung, Schwester. Ich warte jetzt schon seit 42 Minuten. Ja, Herr Schulz, nehmen Sie doch schon mal Platz. Aber erst will ich ganz sicher sein, dass ich mich nicht getäuscht habe. Bitte, Felicitas, ich bin der Frau heimlich nachgegangen und weiß, wo sie wohnt. Wenn wir zur Zeit kommen und du ihr sagst, dass du Krankenschwester bist. Na gut, aber erst darf ich mich doch um Herrn Schulz kümmern. Ja, natürlich. Da, schauen Sie, nicht mal seinem Getränkelieferanten hat er aufgemacht. Das ist sinnlos, aber ich weiß, wo der Schlüssel steckt. Für die Putzfrau. Herr Wöller? Herr Wöller? Na, also verhungert ist er zumindest nicht. Sollen wir mal oben nachschauen? Also in sein Schlafzimmer gehe ich nicht. Oh, Frau Laban. Auf gar keinen Fall. Herr Wöller? Schauen Sie sich das Elend an. Der arme Mann. Der Teddy, der hat seinem Sohn gehört. Gott, wie rührend. Herr Wöller? Was machen Sie da? Gott sei Dank. Ich dachte schon, Sie sind... Tot? Nein. Bin ich nicht, noch nicht. Was machen Sie da? Lassen Sie das! Herr Wöller, Sie können doch nicht den Rest Ihres Lebens da im Bett verbringen. Sie werden es nicht glauben, aber genau das habe ich vor. Und jetzt bitte, gehen Sie. Gerne, wenn ich mit Ihnen gesprochen habe. Also ziehen Sie sich was an, wir warten unten im Wohnzimmer. Warum glauben Sie, dass ich mich eingeschlossen habe? Damit ich Leuten wie Ihnen nie mehr begegnen muss in meinem Leben. Frau Laban, sagen Sie der Dame in Schwarz, Wolfgang Wöller gibt es nicht mehr. Gott, der Arme. Ach, was? Kommen Sie, jetzt machen wir unten erstmal klar Schiff. Morgen habe ich einen Termin bei Bischof Rossbauer und der Mutter. Frau Laban?
labern? Oh nein, bitte nicht. Was ist? Was haben Sie? Jetzt sagen Sie doch. Ich glaube, ich liebe diesen Mann. Frau Labern? Dann nennen Sie mir einen vernünftigen Grund, warum ich 20 Jahre in seinem Vorzimmer sitze und mich von ihm schikanieren und ausnutzen lasse. Ja, aber das ist doch keine Liebe. Was sonst? Na endlich! Seit Tagen versuche ich vergeblich, Herrn Wöller zu erreichen. Frau Wölder, ich habe Ihnen schon gesagt, dass Herr Wöller diesmal nicht an Ihrer Gala teilnehmen wird. Und es muss Ihnen reichen, wenn ich bei Ihrer bescheuerten Show die Platzanweiserin spielen werde. Und jetzt lassen Sie bitte Herrn Wöller in Frieden. Ja? Was ist? Kommen Sie jetzt mit oder nicht? Ja. Nachdem es ja nun wohl nichts wird, nicht wahr, mit der großzügigen Spende, die mir der Herr Wöller versprochen hat, dann kann ich ja wohl wenigstens bei der Gala mitmachen. Das wird er auch, aber im Moment ist er leider nicht zu sprechen. Ja, aber morgen ist doch schon die Veranstaltung. Und die Plakate hängen überall. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Wir müssen jetzt los. Entschuldigung. Verwahrlosten zu Hause sieht das nicht gerade aus. Ja, ich weiß, aber du hast das Baby nicht gesehen. Und die Mutter, die hatte irgendetwas Fanatisches an sich. Also komm, aber lass mich reden. Sie schon wieder. Bitte, Frau Beilstein, verstehen Sie uns nicht falsch. Wir wollen Ihnen ja nur unsere Hilfe anbieten. Ich bin Krankenschwester und... Also das ist doch eine Unverschämtheit sondergleichen. Was geht Sie mein Kind an? Und jetzt haben Sie es aufgeweckt. Also bitte. Könnte ich es nur mal ganz kurz sehen? Meine Mitschwester meint, das Baby... Auf Wiedersehen. Na, was habe ich dir gesagt? Da stimmt doch irgendwas nicht. Komm. Ja, und was machen wir jetzt? Wir fahren nach Hause und essen zu Abend. Felicitas. Und morgen rufe ich beim Jugendamt an, ob über die Familie was anhängig ist. Jennifer! Verzeihen Sie bitte. Ach, grüß Gott, Schwester. Grüß Gott. Eine Frage bitte. Ihre Nachbarin, die Frau Beilstein, die hat doch ein Baby, oder? Ja, armes Kind. Wieso? Die Eltern sind doch strenge Veganer. Wie? Vegetarier, die gar keine tierischen Produkte essen. Keine Eier, nicht einmal Milch. Nur Gemüse und Getreide und so weiter. Und Sie meinen das Baby auch? Na bestimmt, so wie es aussieht. Danke. Bitte. Ehrlich, Frau Labern, denken Sie doch an Ihren Mann. Der ahnt es ja schon lange. Eifersüchtig wie der ist auf Herrn Wöller. Sie haben Mitleid mit Herrn Wöller, aber Mitleid ist doch keine Liebe. Und warum rast dann mein Puls? Und mir wird heiß und kalt? Nein, nein, Schwester. Ich werde kündigen. Frau Labern, bitte. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Warten Sie wenigstens, bis Herr Wöller wieder auf dem Damm ist, ja? Hanna, wo bleibst du? Das müssen Sie mir versprechen. Gott, ist das alles furchtbar. Frau Labern, bitte! Hanna! Ja! Ich zieh mich nur schnell um. Wolfgang, jetzt mach da auf, verdammt nochmal, ich weiß doch, dass du da bist. Du hast sie wohl nicht mehr alle. Jetzt mach endlich auf und ich komme mit dem Bulldozer. Dich merke ich mir, wenn es mal brennt. Ja, bei mir brennt es wirklich. Du bist mir vielleicht ein Weichei. Glaubst du im allen Ernst, du könntest dich in deinem Zimmer verkriechen, oben im Bett und deine Wunden lecken?
Du schuldest mir eine satte Runde Millionen und die wirst du mir schön zurückzahlen. Von was denn? Vom Flaschenpfand? Nein. Ja, also kommt, bringen wir es hinter uns. Meine sogenannten Freunde und Parteigenossen. Ja, wo ist das Seil? Ihr wollt mich doch sicher am nächsten Laternenpfahl aufknüpfen. Gute Idee, aber das muss schon selber besorgen. Hier, Herr Ex-Oberbürgermeister. Misstrauensvotum, arglistige Täuschung, Unfähigkeit im Amt. Verschwendung öffentlicher Gelder. Also den Weg hättet ihr euch sparen können. Oder glaubt ihr, dass ich noch einmal einen Fuß in das Rathaus setzen werde? Bist du also einverstanden, dass ich bis zu den nächsten Wahlen in dein Büro umziehe? Ja, aber bitte, bitte, bitte. Nur eins kriegst du nicht. Meine Frau Lahmann. Ja, aber gut, ich spiele euch diesen Sündenbock, damit ihr eure Hände in Unschuld waschen könnt. So. Und jetzt LMAA im Quadrat. Wie Einstein so schön gesagt hat. Danke, Herr Doktor, dass Sie gekommen sind. In Ihrem Interesse kann ich nur hoffen, dass ich meine Patienten nicht umsonst warten lasse und mich unmöglich mache. Ich bin mir ganz sicher, dass ich mich nicht getäuscht habe. Na gut. Frau Beilstein ist meine Patientin und ich denke, sie wird nichts dagegen haben, wenn ich mir das Kind mal anschaue. Herr Doktor. Frau Beilstein, es ist mir sehr unangenehm, aber Sie können alles in 10 Minuten aus der Welt schaffen, wenn Sie mich nur kurz Ihr Kind ansehen lassen. Also das ist eine solche Hexenjagd. Und das alles nur, weil wir... Wir machen uns doch nur Sorgen um Ihr Kind. Bitte, Frau Beilstein. Na schön. Aber Sie bleiben draußen. Herr Wöller? Geht es Ihnen besser? Wie auch. Gerade waren diese Knalltüten vom Gemeinderat da und haben mir den Bettel hingeschmissen. Nein. Egal. Der Lehmann... will in mein Büro umziehen. Was? Ja, also packen Sie meinen privaten Krimskram in einen Umzugskarton. Irgendwer von meiner Firma wird ihn dann bei Gelegenheit abholen. Herr Wöller. Und was Sie angeht, ich überlasse es Ihnen. Entweder spielen Sie die Chefsekretärin vom Lehmann oder aber wir beide reiten gemeinsam vom Hof einem beschaulichen, liebevollen Lebensabend entgegen. Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Und das nach all den Jahren, die wir gemeinsam, ich meine... Auf Wiedersehen, Marianne. Auf Wiedersehen, Wolfgang. Marianne. Doktor, was ist? Nicht jetzt, Schwester. Wir müssen auf der Fahrt Herz und Kreislauf stabilisieren. Bitte, Herr. Bitte lass es nicht sterben. Hat Herr Wöller sich schon in Kenntnis gesetzt über die neuen Machtverhältnisse im Rathaus? Sie können einem leid tun, Herr Lehmann. Jetzt sagen Sie bloß, Sie weinen dem Mann auch nur eine Träne nach, so wie der Sie behandelt hat. Also da haben Sie es bei mir um einiges besser. Lieber putze ich Neubauten bei Herrn Huber. Und Sie glauben wirklich, Herr Lehmann, dass Sie das Zeug für diesen Job haben? Ach, auf diesen Moment habe ich 30 Jahre lang gewartet, Frau Labern. Ja, und so viel Mist wie der Wöller kann sowieso keiner bauen.
Pathos Kaltental, stellvertretender Oberbürgermeister Lehmann. Lehmann? Ja, langsam, langsam. Was sagen Sie da? Sanitäre Anlagen? Sanitäre Anlagen Zirkus? Ja, also, entschuldigen Sie bitte, aber... Also für öffentliche Toiletten ist meines Wissens das Gesundheitsamt oder die Müllabfuhr zuständig. Ja, da bin ich jetzt ein kleines bisschen überfragt. Können Sie das übernehmen, Frau Labmann? Sie und Schwester Hanna haben sich wieder einmal gegen mich verbündet. Was heißt hier gegen Sie? Für Sie wäre zutreffender. Im Ernst, Frau Reuter. Es wäre die Gelegenheit, Ihren Fehler wieder auszubügeln. Fehler? Ja. Oder halten Sie es für einen sonderlich genialen Schachzug, diese Immobilie für läppische 4 Millionen verkauft zu haben? Seit wann sind Sie ein Immobilienspezialist? Ich habe mich kundig gemacht. Heute früh. Im Innenministerium. Herr Rossbauer.